Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ultima 7. Wir stehen vor, wie hieß das Haus? Vor Penublan, vor deren Haus, haben hier diese Texte, die wir noch übersetzen müssen, um zu sehen, was da raufkommt, was wir da hinlegen müssen, um die Tür zu öffnen. Ich habe einfach mal die Texte jetzt übersetzt. Das, was hier steht, heißt so viel wie: Wähle Gegenstand mit Bedacht, um Schloss zu öffnen. Und diesen Gegenstand, den wir da hinlegen müssen, ist... Was sollte es auch anderes sein, um ein Schloss zu öffnen, wenn man keinen Schlüssel hat? Ein Dietrich. Einer sollte langen. Ja, und es geht auch weiter. Der nächste Teil heißt... übersetzt, ein goldener Kreis führt zur Lösung. Ein goldener Kreis, das ist ein Goldring, den haben wir ja schon geholt gehabt. Ja, erinnert euch, ist noch gar nicht so lange her. Hoppala, das wollen wir nicht. So, kommt hierher. Das nächste. Nicht nur ein, habe ich da jetzt falsch was aufgeschrieben? Ach doch, nicht nur ein Fädchen führt zur Wahrheit. Das hatten wir auch schon geholt, diesen Gegenstand. Und zwar ist das hier, der hier. Dieses Wollgarn. So, und das hier, das ist der letzte Teil. Ich habe die alle schon übersetzt gehabt, daher weiß ich auch jetzt haargenau, was ran muss. Ich wollte bei der Übersetzung nicht die ganze Zeit die, ja, minutenlang, 5 oder 10 Minuten lang verbringen, um das Zeug zu übersetzen. So, ein Schatz hilft, den Schatz zu finden. Mit Schatz ist nichts anderes gemeint als sowas wie, naja, ein Schatz halt. Das hier ist zum Beispiel ein Schatz oder die Goldnuggets sind ein Schatz oder die Goldbarren. Aber ich habe es auch schon ausprobiert. Ein Golddings langt vollkommen. Wenn wir jetzt einen drauflegen... Sehen wir auch schon, hier haben wir, das war das Falsche, hier haben wir jetzt einen Schlüssel bekommen. Und den Rest können wir auch noch behalten, ist auch nicht schlecht. Schlüssel kommt hier rein, den Rest brauchen wir eigentlich, glaube ich, nicht mehr. Den lege ich einfach mal zur Seite. Naja, den könnte man wieder reintun, aber das ist mir gerade etwas zu blöd. Und... die Tür ist offen. Kleiner Moment. So, jetzt aber. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay. Da freut sich aber jemand. Das ja dürfte sein, schätze ich mal. Was haben wir denn alles hier drin? Zaubertränke. Hoppala. Podesta. Und da liegt sie. Noch nicht mal in ihrem Bett liegt sie. Naja, egal. Wie kriegt man das aus den Spinnenweben raus, diesen Dings? Ah, machen wir es einfach so. Okay. Naja, brauchen wir jetzt nicht so wirklich. Was ist hier drin noch? Naja, okay. Dann wollen wir die doch mal aufwecken. Ich glaube, wir haben doch einen Aufwachzauber. Und es kostet uns ja noch nicht mal was. So. Ich nehme mal an, sie ist noch nicht verrückt geworden.
Ja, und kaum ist sie wieder wach, schon ist sie auch davon betroffen, von dieser Störung im Äther, die alle anderen Magier wahnsinnig gemacht haben. Da haben wir auch schon was gehört gehabt von einem gewissen Schwarzgestein. Ja, erinnert euch, dass die Magie bannen soll oder abschirmen soll. Es ist Schwarzgestein. Da haben wir es ja. Vier Steine und die müssen wahrscheinlich auf die Podeste, denke ich. Gut, dass wir da schon was dabei haben. Ich muss es nur noch wieder finden, wo es ist. Hast du das? Also einen Hammer hier. So. Shamino, warst du es, wo den Rest noch hatte? Das war nicht Shamino. Das ist Shamino. Ja, da haben wir es doch. So, dann kommt der hierher. Der hierher, hätte ich gesagt, und der hierher. Und jetzt schauen wir mal, ob das was bringt. Es hat tatsächlich was gebracht. Dieses Ding hier macht jetzt sozusagen einen Kreis, wo die Magie oder wo diese Auswirkungen nicht hinkommen oder allgemein die Magie. Sehr gut. So. Alles klar. Mhm. Okay, also diese Wirkung von diesem Aether, was da ist, kommt anscheinend aus Dungeon Decide. Das ist ja dieses Dungeon hier bei Moonglow auf der Insel. Ah, da müssen wir aber nochmal unseren fliegenden Teppich holen, glaube ich. Okay. Ein magischer Generator. Okay. Und damit sind die ganzen Magier lahmgelegt worden, sodass sie nichts mehr machen können. Mhm. Okay, wir brauchen einen Aetherring. Und ihn auch tragen. Ah ja, okay, das heißt, wir müssen erst nach Terfin mit Traxinosum reden, weil wir diesen Ring brauchen. Und wenn wir den Ring haben, müssen wir ihn zu ihr bringen, okay. Das werden wir machen. Beruf hat man jetzt diesmal noch gar nicht gefragt. Alles klar. Das heißt, Moment. Das ist geklärt, das ist geklärt. Das da sind wir gerade dabei. Da müssen wir den Aether reinigen. In die Seite. Dafür brauchen wir Ring von. Wie hieß der? Der Aether-Ring. So. Das hier kann weg. Das haben wir auch schon erledigt. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut.
wir kommen der ganzen Sache doch schon näher. So, dann wollen wir doch mal Terfin einen Besuch abstatten. Jetzt muss ich mal gerade schauen. Terfin ist rot. Oh, und eine andere Sache noch. Jetzt, wo hier einige Sachen draußen sind, passt der hier. Und der hier auch wieder in den Quest-Rucksack rein. Perfekt. Und wir benutzen eine Zurückrufung, und zwar auf Rot. Dann müssten wir Terfin angelangen. Und von hier aus war es nach Norden, glaube ich. Und dann wollen wir doch mal mit Traximus reden. Ich hoffe, er ist gerade da. Jerichos. Ach nee, halt mal, das war Traximus ist hier der ehemalige Gargoyle-Häuptling. Da gibt es ja einen neuen. Aber dann müssen wir den mal suchen, wo der noch geblieben ist. Ich glaube, der hatte noch Hütte in der Nähe. Falls er dann gerade da ist. Das müsste er sein, oder? Ja, da haben wir ihn doch. Okay, aber warum können wir nicht nach dem Ring fragen? Oder wir müssen Terragus fragen, der jetzt der Leiter ist. Das ist schlecht. Ach, da. Jetzt haben wir's. Aber das war erst durch das alles Ding durchgehen mussten. Das ist übel, dass wir erst das ganze Gespräch dadurch gehen mussten. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir was weggeklickt haben, was wichtig gewesen ist. Auf jeden Fall hat er seinen Ring verkauft. Und an wen er dann verkauft? Sultan von Spektran. Okay. Okay, das hört sich ja nicht so toll an. Dann müssen wir nach Spektram. Ah ja, den haben wir auch schon auf den Dings gesetzt. Sehe ich gerade. Der ist grün. Das heißt, wir kommen nach Spektram auch ohne Probleme. Zurückrufen. Das hier. Und jetzt sind wir auf Spektram. Und da habe ich ja auch schon gesagt, da müssen wir noch hingehen. Früher oder später. Und jetzt haben wir es soweit. Okay. Ah. Die Tür geht von alleine auf. Dann lasst uns mal mit ihm reden. Das müsste wahrscheinlich der Sultan sein, oder? Okay, und er scheint ein bisschen gaga zu sein. Und sein Beruf? Ja, okay. Ja, der scheint wirklich schon ziemlich verrückt zu sein. Nein, danke. Ich verzichte. So, Banane.
Nein, danke. Erzähl was über Spektran. So, erzähl was über Lucinda. Okay, da ist nicht viel zu erzählen, aber jetzt kommen wir auf unser Anliegen, weshalb wir überhaupt hier sind, den Aetherring. Nun gut, dann werden wir wohl. Kommt bitte mal mit alle rein. Dankeschön. Das sieht aber gefährlich aus. Dann werden wir wahrscheinlich mal wirklich schauen müssen. Dass wir da reinkommen. Was haben wir denn da? Eine Lichtquelle. Das ist alles uninteressant, glaube ich. Ist hier dann irgendwas Interessantes drin? Ach. So. Das ist noch eine normale Tonne. Da haben wir Käse, 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 Käse. Und hier. Ja, okay. Brauchen wir eigentlich alles nicht wirklich. Ach, Mensch. Aber jetzt müssen wir da erstmal alle wieder rauskriegen. Das könnte etwas schwierig sein. Ah, okay. Aber wir haben es geschafft. So, sehr, sehr gut. Kommen wir dann einfach hier rein oder ist da abgeschlossen? Ich speichere nochmal. Ah, wir können aber auch hierher gehen. Haben wir da den Ring? Keine Ahnung, ob das der richtige Ring ist. Okay, der Guardian amüsiert sich auf jeden Fall köstlich wieder. Oh. Und wir haben eine Harpie. Eine Steinharpie. Im Moment sieht es nicht so gut aus, als ob wir das schaffen. Obwohl, so schlecht sieht es, glaube ich, gar nicht aus, oder? Aua! Mist. Kann ich jetzt kurz mit ihr noch reden, dass sie mich schnell heilt? Das geht nicht. Aber vielleicht kann ich mir noch schnell einen deinen Trank aussuchen. Und vielleicht tue ich auch noch eine kleine Heilung hier rein für uns. Geht aber nicht mehr. Ja, okay. Also wir haben ein relativ starkes Dings. Einen relativ starken Gegner. Nein. So, jetzt sind wir wieder hier. Hatten wir, da wahrscheinlich wir relativ stark angegriffen werden. Doch, wir hatten einen Dingstrank. Schutztrank. Ich schätze mal, wir müssen diese Harpie besiegen.
um weiterzukommen. Den Schutztrank habe ich auf mich gezogen gehabt, ganz einfach aus folgendem Grund. Weil die HP ziemlich auf mich losgeht. Auf den Avatar losgeht. Und auf niemand anderen. Habe ich den Eindruck. Oh, und die Zeit ist auch schon wieder um. Ja, probieren wir mal, ob es trotzdem noch klappt. Wenn nicht, muss ich mal überlegen, ob wir da irgendwas anderes noch machen können. Oh, Chana ist auch draußen, sehe ich gerade. Die ist gar nicht dazugekommen. Ah, das sieht alles nicht so gut aus. Andererseits, nein, das klappt nicht. Dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss und in der nächsten Folge weiter. Vielleicht schaffen wir es ja, dass es doch noch irgendwie klappt. Nun ja, wie dem auch sei, ich sage mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.